Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Wir sind auf meiner Ranch und Johnny ist hier noch mit Pflügen beschäftigt. Deshalb werde ich eine kleine Planänderung machen. Und zwar werde ich den Raps nicht auf diesem Feld aussäen, sondern auf dem Feld. Das kann ich nämlich jetzt schon parallel dazu machen. Ist das eigentlich schon gedüngt? Nein. Und dann kann ich einfach hier, wenn der fertig ist und hier drüben pflügt, dort das Getreide im nächsten Monat raufschmeißen. Das heißt, ich brauche jetzt einen Freiwilligen, der sich mal um die Gülle kümmert. So, warte mal. Bevor du irgendwo noch arbeitest, du machst mir doch die ganzen Felder dreckig. Kriegst du erstmal eine Dusche. Und zwar eine kalte. So. Der Anhänger auch. Okay. Damit kann ich leben. So. Ah, genau. Gülle war dort. Du gehst nach Feld A. Oh, jetzt muss ich gucken, ob ich wieder den richtigen Modus kriege. Also. Das. Aufladen. Eigene BGA. Gärreste. Abladen. Feld A. So. Feld A. Haben wir das schon? Ja. Oder ist das noch das alte? Nee, das ist das neue. Okay. Gut. Und wenn der dann drüber ist, dann können wir aussehen. Perfekt. Den hier werde ich auch mal wieder reinigen. Da sieht man gar nicht mehr, dass er immer rot war. So. Sieht doch schon viel besser aus. Gut. Du kannst dir dann schon mal die Sämaschine nehmen und auffüllen. Auffüllen tust du einmal hier. Ach, falscher Trecker. Der kriegt ja den Deckel nicht auf. Dazu brauche ich den hier zum Beispiel. Ach nee. Den hier.
Ah, hier kann ich den Anhänger nicht hinstellen. Aber hier kann ich ihn hinstellen. So. Und der kriegt den Deckel auf. Okay. So. Also, du wirst Gärreste und Pflügen kann ich machen. Du hast noch einen Job drin? Nein. Okay. Du wirst einen Job erstellen. So. Vorgewände, ja. Drei Stück. Scharfe Kurven gegen den Uhrzeigersinn. Danke. Das ist Feld A. Kurs speichern. 5,30 Meter haben wir gesagt, wa? Aussaat mit 5,30 Meter. Ja. Okay. Das werden wir aber erst machen, wenn er mit der Gülle fertig ist. Dann stelle ich den jetzt einfach hier in die Ecke. Und hier kann er warten. So, und du fährst zu Feld A. Übergibst dann. Okay. Läuft. Und du bist fertig. Ja, da kann hier Gülle drauf. Ich brauche jetzt nur jemanden, der Gülle verteilen kann. Ich habe nämlich nur 1 Mähprozent. Oh, warte mal. Ich kann doch den Gülle da hinten, den Schwalen, verkaufen. Mir einen zweiten Mähprozett holen und ihn hier raufschicken. Das ist eine Idee. Wenn ich mir den hier unten angucke, dann wird der erstmal repariert. Und dann fahren wir zum Shop. Klingt nach einem Deal. Na komm. Ding, ding. Danke. So. Ja, dann werde ich den da verkaufen und mir einen zweiten Mähprozett holen. Macht sich besser. Dann brauche ich auch vor allem nur einen Kurs einspeichern und nicht zwei. So. Als erstes reparieren. Als zweites. Na, lass mich doch mal durch hier. Sauber machen. Sieht doch aus wie neu.
Und als drittes das Ding abstellen. Quiek, ganz deiner Meinung. Euch geht's hier saugut, wa? So. Und jetzt holen wir den Anhänger und fahren zum Shop. Alles klar. Let's go. Ich werde in der Zwischenzeit schon mal... Da ist er. Ein Mehlprozess holen. Sieht auch gut aus. Hammerschlagoptik. Ja, lassen wir so. Oder? Ach, bleibt so. So. So, der geht weg. Danke. Und dafür bist du jetzt dran. So, du bist wie bereit 9,90 Meter. Also, ich erstelle einen Job. Oh, warte mal, du bist ja hier schon fertig. So, ich erstelle einen Job. Job erstellen. Oh, warte mal, da war doch was. So. Hä? Kurs. Du hast doch Kurs geladen. Genau. Ach, Feld A. Feld B, Feld C, Feld D. So. Richtig, da war was. Wir wollten den Punkt nach hier versetzen. Das heißt, wir müssen hier anfangen. Okay. 9,90 Meter. Also, wir wollen auf C einen Job erstellen. Zielposition ist weiter hier drüben. So. Du wirst mit Arbeitsbreite 9,90 Meter vor scharfen Vorgewände gegen den Uhrzeigersinn und drei Vorgewänden einen Feldkurs machen. Kurs speichern. D. Gärreste 9,90 Meter. Gut.
Und du wirst jetzt hier aus der eigenen BGA Gärreste holen. Nach Feld D wirst dort übergeben. Gut. Läuft. Und ich werde mir jetzt einen anderen Trecker nehmen. Den hier. Und werde mal den Punkt verschieben. Oh. Ich muss den Punkt jetzt wörtlich verschieben. Weil wenn ich den jetzt lösche und neu schreibe, dann kriege ich wahrscheinlich ein Problem. Ah, das geht. Guck mal, es sind ja genug Ersatzpunkte da. So. So. Und das müsste jetzt nah genug sein. Das kann ich mit dem hier kontrollieren. Oh, ich hätte die noch weiter verschieben können. Ah, das kriegt er schon gebacken. Zumindest wenn er von oben kommt. Ja, zu weit nach oben sollte der aber nicht. Stücke geht noch. So. Gut. So lasse ich's. Das ist Feld D. Den Trecker stelle ich jetzt einfach wieder hin. Aua. Du hast wieder schlecht gebremst. So. Hier kann ich abschalten. Wo sind meine... Ah, hier. Gott, wo fährst du denn lang? Paris, Rom, Erkner. Warum fährst du jetzt leer zu Feld D? Weil wir verwechselt haben. Bist du da gerade über den Rasen gefahren? Oh, warte mal. Ja doch, bei dem habe ich es richtig eingestellt. Der fährt jetzt auch zu Feld A rüber. Gut. Ich denke mal, ich muss noch die Wege optimieren, wenn die hier immer erst über die ganze Map fahren. Und vor allem kannst du hier schneller fahren. Narrow Bridge. Übrigens, du solltest dich beeilen, da kommt nämlich schon der nächste. Und der brettert da voll durch? Nee, der bremst. Okay. Ich sollte hier drin noch einen Weg machen.
was er besser hier rausfindet. Ja, jetzt biegt er ab. Okay. Na gut. Scheint aber was zu werden. Warum biegst du denn da lang ab? Du willst doch zu Feld A, das ist doch das Feld hier. Warum fährst du nicht geradeaus weiter? Okay. Okay. Das werde ich mir wirklich noch mal in Ruhe angucken müssen. Weil das ist ein unnötiger Umweg. Und du holst dir jetzt Gerreste. Sehr gut. Perfekt. Und fährst damit nach Feld D. Oh, ich sollte den Weg hier als Wendeschleife machen, also sprich blau machen, damit du dann hier rumfahren kannst und nicht einmal Paris rum erknern. Das werde ich auf Screen machen. Alles klar. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Genießt den Tag. Und vor allem, see you later.